Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back zu einem Video. Heute spielen wir The Howler. Das ist quasi ein Spiel, wo wir einen Ballon steuern müssen mit unserer eigenen Stimme. Was ziemlich, ziemlich geil ist, denn ich muss quasi dann reden. Und je lauter ich rede, desto höher wird der Ballon hochkommen. Und man kann es mit der Maus spielen, man kann aber auch den Voice Mode anmachen, der sich hier befindet. Und wenn er an ist, dann funktioniert das Spiel mit der Stimme. Okay, jetzt geht's. Okay, da seht ihr oben, seht ihr erst mal, wenn ich rede. Dann geht der Ballon nach oben, denn immer wenn ich rede, dann geht der Ballon nach oben. Und ich muss vorsichtig sein, denn wenn ich zu viel rede, geht der Ballon zu weit nach oben. Und dann müssen wir ihn quasi dazu bringen, der Plattform zu landen. Wieso? Nein, 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 falsche Richtung, falsche Richtung. Oh mein Gott, ich kann nichts machen, ich kann nicht mal reden, ich kann nichts machen. Nein, falsche Richtung, Bro, falsche Richtung, falsche Richtung. Wieso gehst du da? Ach so, jetzt verstehe ich. Da oben ist die Windrichtung anders. Okay, geh nach unten, geh nach unten. Ja, okay. Also ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Und zwar, es funktioniert quasi so, indem man redet, geht der Ballon nach oben. Und ich werde wahrscheinlich nicht so in der Lage sein, so viel zu reden bei diesem Video. Aber es tut mir leid. Ich rede sowieso oder so, so viel Leute in meinen Videos, dass ich glaube, euch tut es ganz gut, wenn ich mal weniger rede. Aber okay, wie auch immer. Voice Mode an und nächste Runde. Und zwar kommt es auch darauf an, wie hoch man ist. Und an manchen Höhen, zum Beispiel jetzt müssen wir eher höher bleiben. Aber okay, höher, höher, bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Genau, genau. Nicht so hoch. Aber... Okay, auf geht's nach rechts, Leute. Wir müssen nach rechts, weil oben geht's auf jeden Fall nach rechts, was sehr, sehr nice. Was sehr, sehr nice ist. Und wir müssen auf der Plattform landen. Okay, das war nicht geplant. Das war ein bisschen fail, schätze ich mal. Nicht so toll. Okay, wir müssen da bleiben. Hallo, 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 hallo. Okay, langsam. Langsam, lange. Okay, alles gut, alles bestens. Keine Panik. Keine Panik, Leute. Wir jetzt diesmal bekommen wir es hin. Das erste, zweite Level. Das ist nicht allzu schwer. Nicht so weit nach oben. Wir müssen auf dieser Höhe bleiben. Damit wir auch nach rechts gehen. Anders geht's nicht. Da ist die Plattform. Komm schon. Wir dürfen nicht so weit. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Blablabla. Okay, gut, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, dieses Spiel ist anstrengend, weil ich rede immer in meinen Videos so viel. Und wenn ich da gezwungen werde, nicht zu reden, dann ist es verdammt komisch. Aber na gut, wie auch immer. Weiter geht's, oder? Nächstes Level. Wir sind bei Level 3. Sind wir nicht bei Level 3? Okay, das verstehe ich gerade gar... was? Ich habe das doch schon gemacht, oder nicht? Hä, ich habe das Level doch schon gemacht. Das verstehe ich gerade irgendwie gar nicht. Wieso zum Teufel? Hä, was genau? Das ist so merkwürdig. He who liked das Video. Aber ich glaube, Leute, das Problem ist, dass wir es nicht in einer bestimmten Zeit geschafft haben. Oder wir müssen mal in dem... Genau. Parcel not picked. Was genau ist das? Wieso kriege ich diese Mission nicht hin? Das verstehe ich nicht. Hä, parcel not picked? Was genau soll mir das sagen? Hä? Okay, ich verstehe... Ah, da unten! Da unten ist eine Plattform. Muss ich da landen? Kann das sein? Das teste ich gleich mal aus. Wo lang jetzt gehen? Geht da hier runter? Ja. Ha, 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 hu, ha, ha, hu, ha, ha, hu. Ha, ha. Ja, okay, jetzt haben wir es hinbekommen. Das bedeutet quasi, wir müssen erstmal da warten und dann können wir quasi jetzt höher gehen. Ich verstehe es auf jeden Fall jetzt. Jetzt können wir quasi da landen. Ja, ist hinbekommen. Jetzt können wir da landen, ohne Probleme. Ja, geschafft. Okay, ein High Five. Psst, mein Gott, das Spiel ist so anstrengend aufzunehmen. Wirklich, das Spiel ist so anstrengend aufzunehmen. Weil, wenn ich nicht reden kann, das ist so verdammt komisch. Man kann ja nur warten. Mehr kann man gar nicht tun. Das ist verdammt komisch. Aber na gut, wie auch immer. Hier stehen auch immer so ein paar Sachen hier. Aber ja, keine Ahnung. Ich werde es einfach ignorieren, schätze ich mal. Drop Parcel. Oh mein Gott. Da lang, wirklich. Gut oder nicht? Hallo, hallo. Okay, ich glaube, es war ganz okay, Leute. Hä? Oh, Mann. Oh
nein, was ist passiert? Ich hab's doch gelandet. Was war das Problem? Ich versteh's nicht. Hä? Okay, wo bin ich? Da bin ich. Okay, sehr gut zu wissen. Ich bin drauf gelandet. Das verstehe ich nicht, wieso das nicht ging, Leute. Super, super merkwürdig. Komm schon. Ha. Ich bin drauf gelandet. Es geht nicht. Ha. Okay, meine Nachbarn denken wahrscheinlich, ich bin... Okay, wir müssen erstmal in die andere Richtung. Okay, lass uns erstmal in die andere Richtung gehen, genau. Wir gehen erstmal in die andere Richtung. Wir müssen nämlich mit viel Schwung dahin. Mit ganz viel Schwung. Das heißt, wir müssen ein bisschen tiefer. Und dann können wir mit ganz viel Schwung dahin kommen. Hundertprozentig. Alles wird gut. Jetzt. Jetzt. Okay, jetzt geht's los, Leute. Jetzt müssen wir schneller werden. Schneller werden. Schneller werden. Schneller werden. Genau, jetzt können wir da hinkommen, was ziemlich, ziemlich nice ist. Jetzt können wir nämlich mit der Plattform kommen und sie berühren. Wie, nicht geschafft. Parcel not delivered. Was zum Teufel? Das verstehe ich gerade gar nicht. What? Sollen wir erstmal nach... was? Ich verstehe gerade wirklich gar nichts. Soll ich mal nach links gehen? Oder nein, nicht nach links, oder... Aber wohin soll ich das denn bitte bringen? Das verstehe ich gerade irgendwie gar nicht. Vielleicht soll ich mal zurückgehen? Kann das sein? Jetzt. Oh mein Gott, ich musste draufklicken. Jetzt verstehe ich, was ich machen soll. Oh nein. Ist das deine... Okay, Moment mal. Ganz kurz, ganz kurz. Wir müssen mal zurück. Wir müssen jetzt mal komplett zurück. Komplett zurück. Komplett zurück! Wir müssen komplett zurück, ja. Komplett zurück. Und dann müssen wir wieder mit Anschwung dahin kommen. Und jetzt haben wir auch das Teil dabei, was sehr, sehr gut ist. Und dann damit können wir diese Mission schaffen. Was sehr, sehr gut ist. Ja, okay. Okay, alles ist gut. Alles ist bestens. Wir müssen ein bisschen höher bleiben. Genau, und jetzt können wir tiefer gehen und Anschwung holen, damit wir darüber kommen. Aber erst in der letzten Sekunde. Oh, wir haben es geschafft, okay. Oh, dieses Spiel ist so anstrengend, wirklich nicht mehr normal. Also wenn man es alleine spielt, ist es bestimmt besser, aber wenn man aufnimmt, das ist so schwer. Pick the newspaper. Also ich muss immer Sachen aufheben und transportieren. Was sehr, sehr interessant ist. Gain speed in this zone. Gib mir das. Gib mir das. Noch ein bisschen. Ich verstehe. Okay. So. Genau. Ich komme jetzt nach links. Verdammter Mist. Ich komme nicht mal nach rechts. Ich muss jetzt wieder Anschwung holen. Na super. Na prima. Na prima. Na prima. Na. Na prima, na prima, na prima, na prima. Das ist ein bisschen blöd. Blöd. Kannst du bitte nach links gehen? Wenn ich so ganz nach links gehe, dann will ich der Wind. Der Pfeil. Oben ist der. Ist der Wind stärker. So, genau. Tiefer. Genau. Richtig. Ha. Jetzt in der Mitte bleiben. Und jetzt, sobald wir kurz vor dem Turm sind. Oh mein Gott, ist doch nicht wahr. Okay, nochmal, nochmal, nochmal. Nochmal. Yeah. Yes, 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 yes. Geschafft, geschafft, geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Okay, ein High Five dafür. Psst, das ist verdammt schwer, weil das Ding ist, sobald man das nach oben kommt, dann geht der Wind wieder nach links, was quasi bedeutet, dass man
den Schwung halt von unten mitnehmen muss. Das Spiel überfordert einen so sehr, wirklich. Aber na gut, das war das Spiel. Das ist, wenn man selber spielt, ist es richtig geil. Man kann es auch mit Maus spielen und es ist sehr, sehr billig. Aber mit der Stimme, wenn man kommentieren will und man redet und er nur höher geht und man nicht höher gehen kann, da kann man ja nicht reden, da weiß man nicht, was man machen soll. Also es ist schon sehr anstrengend aufzunehmen auf jeden Fall. Aber es ist ein ziemlich geiles Spiel, dagegen kann ich nichts sagen und sehr, sehr einzigartig. Und ich glaube auch schon ein bisschen älter. Aber na gut, wie auch immer, Leute. Für mehr solche Videos bewerte ich vergessen. Falls du es nicht getan hast, kannst du unten gerne kurz abonnieren, verlinke ich die Videos und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!